Eins, zwei, drei, vier. Ich habe die Ehre, dass du reinschaust. Wir legen direkt los mit den ersten beiden Textzeilen der ersten Strophe. Und ich beschränke mich hier in diesem Video auch auf die erste Strophe. Wir beginnen mit einem C. Das C kennt ihr wahrscheinlich schon, ist einfach mit dem Ringfinger auf der ersten Seite im dritten Bund. Der dritte Bund ist bei euch auch irgendwie markiert. Bei mir eben dieses, ja, Trapez oder was das ist. Sollte dann ungefähr so klingen. Ist auch unser Anfangsakkord und nach dem C gehen wir auf G7. Das G7 ist ein kleines bisschen komplizierter. Man nimmt den Zeigefinger und geht im ersten Bund auf die zweite Seite. Der Mittelfinger geht im zweiten Bund auf die dritte Seite und der Ringfinger im selben Bund, also auch im zweiten Bund, auf die erste Seite. Sollte dann in etwa so klingen. Wir haben also einen Wechsel vom C zu G7 am Anfang. Und das ist auch schon die erste Zeile. Und zwar geht das dann, ich mache nur Abschläge in diesem Fall zum Üben. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Und für die zweite Zeile brauchen wir jetzt einfach noch das F dazu. Das zeige ich euch auch ganz kurz. Beim F sind wir mit dem Zeigefinger im ersten Bund auf der zweiten Seite und mit dem Mittelfinger im zweiten Bund auf der vierten Seite. Klingt dann in etwa so. Ich beginne nochmal von vorne und spiele dann die zweite Zeile mit dazu. Wir beginnen mit C und wechseln auf G7, dann wieder C und G7 und in der zweiten Zeile dann C, F, C, G7, C. Freude, mit diesen drei Akkorden C, G7 und F kannst du also schon die ersten zwei Zeilen des Lieds spielen. Die dritte Zeile ist ein bisschen komplizierter. Hier beginnen wir mit G7, wechseln auf C, dann wieder auf G7, C, wieder G7 und dann kommt ein kleines bisschen was komplizierteres, weil da drei neue Akkorde, die wir in diesem Lied bisher noch nicht verwendet haben, auftauchen. Ich erkläre die Akkorde ganz kurz, die wir brauchen. Und zwar kommt E7 ins Spiel. Bei E7 geht man mit dem Zeigefinger im ersten Bund auf die vierte Seite und mit dem Mittelfinger im zweiten Bund auf die dritte und mit dem Ringfinger im selben, also auch im zweiten Bund auf die erste Seite. Klingt dann, E7 klingt dann in etwa so. Das brauchen wir am Ende der dritten Zeile. Außerdem, das ist aber auch schon zum Glück der komplizierteste Akkord, außerdem brauchen wir A-Moll. Das ist der Mittelfinger im zweiten Bund auf der ersten Seite. Und wir brauchen D7, die vierte Seite mit dem Zeigefinger und die zweite Seite mit dem Mittelfinger. Das ist dann D7. Und dann brauchen wir noch ein G in dem Fall. Man könnte, glaube ich, auch ein G7 spielen, aber ich würde da gerne ein G spielen. Das G ist im zweiten Bund mit dem Zeigefinger auf der dritten Seite, der Mittelfinger auf der ersten Seite im zweiten Bund auch und im dritten Bund dann mit dem Ringfinger auf der zweiten Seite. Das ist dann das G. Das brauchen wir hier noch. Ich erkläre euch kurz, wie die dritte Zeile funktioniert. Wir beginnen mit G7. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Und die letzte Zeile ist wieder einfacher, da haben wir nur C, F und G7 drin. Wir beginnen mit C und wechseln dann auf F. Alle Menschen werden Brüder.
ganz von vorne. Freude, schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode sprengt. Ach ja, da fällt mir ein, wir könnten noch ein Strumming-Pattern machen, also ein Schlagmuster. Und zwar runter, runter, hoch, runter, finde ich da ganz gut. Ich versuche es euch mal vorzumachen. Auf der ersten Zeile einfach. Freude, schöne Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken. Ah, wie geht's schnell wieder weiter? Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen bei diesem echt wunderschönen Song, wunderschönen Lied, muss man auch sagen. Der Text ist übrigens von Schiller und der wurde dann irgendwann von Ludwig van Beethoven hergenommen und vertont, wenn man so will, in seiner 9. Sinfonie. Noch einmal zusammen. Gerne mit meinem Schlagmuster oder eben immer einfach Abschläge. Geht genauso. Wir beginnen mit C. Freude, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Stück und auch mit den anderen Strophen, falls ihr es noch versucht. Macht's gut!